Hallo liebe Zuschauer, ich bin die Liz Görgel, habe meine Karriere vor kurzem beendet, war jetzt über 15 Jahre eigentlich als alpine Skirennläuferin in Österreich tätig und auch sehr erfolgreich und jetzt bin ich quasi in der Frühpension. Ja, ich kann mich ganz genau erinnern, das war 2007 beim Konditionskurs in Bad Radkersburg. Damals hat uns der Roland Jentschura dieses Produkt vorgestellt, also grundsätzlich einmal die Morgenstunde, auch die Wurzelkraft und die Basenbäder, was ich mir erinnern kann, und hat uns das halt erzählt, die Strategie dahinter oder die Philosophie dahinter und warum man das eigentlich machen sollte. Wir haben das dann ausprobiert, auch am nächsten Tag gleich, und mir hat das von Anfang an sehr gut gepasst, sehr gut geschmeckt, vor allem die Morgenstunde in der Früh, der warme Brei, und habe das bis zum jetzigen Zeitpunkt regelmäßig auch dann immer konsumiert, gegessen, vor allem vor jeder Trainingseinheit und vor allem vor jedem Rennen hat mir das sehr gut gepasst. Ich denke, das ist Grundvoraussetzung, dass man seinen Körper gut versorgt und das eben auch anpeilt und dahingehend sich bestmöglich informiert und Dinge ausprobiert. Und in dem Fall haben wir das damals auch gemacht und für mich hat das wirklich sehr gut funktioniert, diese basische Art und Weise, sich zu ernähren. Und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig und liegt in der Eigenverantwortung. Abgesehen davon, wie gesagt, die Morgenstund oder auch das Tischlein deck dich, wo ich mich immer sehr wohlfühle, wenn ich das esse, ist vor allem das Basenbad für mich sehr wirkungsvoll. Wir sind beim Skifahren immer sehr viel auf Reisen gewesen. Die Saison ist oft lang, man hat einen Wettkampf, am nächsten Tag gleich wieder einen Wettkampf, hat oft schwere Beine. Und bei mir war es definitiv so, wenn ich einfach wirklich platt war und nicht mehr gewusst habe, was ich jetzt tun soll und wie ich am nächsten Tag quasi wieder 100% meine Leistung bringen kann, habe ich mir ein Vollbad gemacht. Bin da wirklich mindestens auf 45 Minuten drin gewesen, habe mich auch gebürstet, wie wir es quasi gelernt haben beim Vortrag, und das hat für mich immer sehr, sehr viel gebracht. Ja, definitiv, es hat sich ja die letzten 10 Jahre sehr gut bewährt. Die, denen es taugt, nehmen es und spüren es auch. Und warum sollte man es nicht weiterführen? Ich würde einfach wirklich anfangen. Ich würde das einmal ausprobieren, ich würde einmal einen Brei probieren. Ich würde darauf achten, wie man es eh von überall weiß, viel Gemüse zu essen, auf den Fleischkonsum ein bisschen Acht zu geben, vielleicht nicht so viel Brot zu essen, generell die Gesundheitsregeln quasi zu befolgen und sich dann auch immer wieder etwas Gutes tun im Sinne von einem Vollbad oder Fußbad. Das kann man, wenn man am Computer arbeiten muss, kann man sich ganz leicht an ein Gefäß richten mit Basensalz, und da hat man schon was Gutes gemacht. Wunderbar, hervorragend, klasse. Bitte.